Was echt schön ist, wenn man sich einmal so ein Ding geholt hat, dann kann man sich schnell dran gewöhnen. Ich glaube, wenn meine Röhre mal irgendwie kaputt gehen sollte, werde ich mir auf jeden Fall eine neue Röhre kaufen. Ja. Also eine neue gebrauchte Röhre. Kriegt man die denn noch irgendwie gut oder? Der Dennis hat sich so einen ganz kleinen bestellt. Also er ist richtig klein. Mhm. Für seinen Amiga. Ja. Und so einen hätte ich mir dann auch gekauft. Das ist dann nicht mehr so ein Trümmer, wie ich den jetzt habe. Mhm. Ja, ich meine, kriegt man die denn noch irgendwie großartig? Dann nur bei eBay oder so, oder? Ja. Oder halt auf Flohmärkten oder so. Du hast ja echt da dieses eine Schnäppchen gemacht, muss ich sagen, ne? Mit dem PlayStation-Set da. Ja. Das war schon. Sowas möchte ich auch mal finden. Ich finde sowas nicht. Weil ich suche halt so eine PlayStation, die gechippt ist, deswegen. Mhm. Und so richtig habe ich noch keine gefunden, wo ich jetzt so sagte, boah, geil. Ja, es war auch nur Zufall, dass hier eine gechippte mit bei war. Weil da stand halt, dass eine getestet ist. Die anderen zwei haben sie nicht getestet. Jo. Funktionieren die anderen denn auch oder hast du die auch noch nicht getestet? Ja, die funktionieren auch. Ah. Also eine funktioniert richtig, die andere funktioniert nur, wenn sie hochkant steht. Mhm. Und die andere ist ein bisschen zickig. Das sind aber die ganz alten, diese Kastenversionen, also nicht die Slim-Varianten. Ich werde mir niemals eine Slim-Variante kaufen. Nee? Nee. Also einfach so, weil stur. Ist halt, ich bin halt mit dem Kasten groß geworden. Ja gut, ich hatte halt damals beide, deswegen habe ich jetzt nicht so das Problem damit, aber ja. Ich weiß nicht, ich finde die Slim finde ich auch voll hässlich irgendwie. Sieht aus wie so eine Tablette oder so. Ich weiß gar nicht, kennst du aber komische Tabletten. Vor allem auch so groß, ne? Ja. Schieb die mal ins Maul rein. Du kriegst ja gar nicht hin. Das ist ja so ein Kastenkopf. Die ist abgerundeter halt. Die hat nicht so diese Ecken und Kanten, okay. Vor allem, was richtig geil war damals, mein Onkel, der hatte so eine PlayStation 1 mit so einem Medieval-Cover vorne drauf. Okay. Also da war so, auf der Klappe war, glaube ich, hier Sir Daniel Fortescue und auch so drumherum hatte sie so eine Szene mit so Zarok dabei und alles. Das sah voll cool aus. Oh, ich bin so dumm. Oh, ich bin so dumm. Ich hab doch diesen Dreckshund, den Köter. Ich kann doch hier rumfliegen. Früher habe ich echt Angst gehabt vor dem Intro von Medieval. Das fand ich voll gruselig als Kind. Also ich finde Medieval nicht so, also ist nicht so meins. Nee? Nee. Ich finde voll cool, dass er denn hier voll ist. Ich sag da ja auch nichts gegen, aber es ist halt nicht so meins. Und selbst wenn du was dagegen sagen würdest, dann sag ich da auch was gegen, dass du da was gegen sagst. Pass mal auf, hör mal. So, das ist jetzt Sparkman. Ich nehme mal Magnetman. Ja. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber was ist das denn hier? Nee, das geht schon mal nicht. Vor allem, was auch voll fies ist, dass sie durch diese Wände und so durchschießen können. Ja, aber ich kann das ja auch. Ja, gut, aber ist ja trotzdem voll fies. So ist vielleicht ganz gut, wenn er dann da bleiben sollte oder so. Wenn du dich da oben hinterstellst und immer so ein bisschen hochspringst, dann... Ist der denn der Richtige, meinst du? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Ja, gut. Ich versuche mal was anderes. Ja. Es hat schon einigermaßen geklappt, aber nicht so... Ja, das war jetzt nicht ganz, so wie zum Beispiel Topman oder so. Ja, der war ja richtig gut eben. Komm, hier nehmen wir Gemini oder Gemini. Gemini. Weil da habe ich jetzt bisher noch kein passendes Gegenstück für gefunden. Wow. Okay, auf jeden Fall geht das schon mal nicht. Der ist irgendwie mit am beschissensten, kann das sein? Der Gemini-Dingensbonus? Ja, der bringt auch nichts. Needle hatten wir schon. Was haben wir denn noch? Das hier. Das ist es. Das ist gut, ja. Haha, geil. Ja, wenn wir den jetzt auch noch schaffen, das wäre super. Gut. Yes. Yeah. Sauber, ey. Sauber, geil. Ey, ich freue mich. Haben wir jetzt alles geschafft. Also die normalen haben wir geschafft. Das war doch eine coole Session. Ja, wenn ich früher drauf gekommen wäre, dass ich diesen dummen fliegenden Hund hätte, ne? Hm. Na ja, auch nicht dran gedacht.
nicht so schlimm gewesen. So, was kriegen wir denn? You got nothing. You got Spark Shock. In Road. Yay. So, jetzt nichts drücken. Hä? Ich krieg kein Passwort. Wieso kriegst du kein Passwort? Dann lasse ich mich töten, dann müsste ich eigentlich eins kriegen. Okay. Meinst du? Ja. Fragezeichen, man! Zwetschgenmark. So, jetzt möchte er irgendwie hoch. Und dich töten lassen. Ja. Aber ich werde. Ich bin ein Köter, ey. Schon leicht döschig irgendwie, ne? Ich komm da nicht hoch. Jetzt werde ich mich aber auch hier unten auch schnell töten lassen. Jetzt auch, ja. Ich glaube, es wäre jetzt schneller gegangen, ehrlich gesagt. Dann lasse ich den mal da runter dümpeln. Mhm. Wie viel Leben haben wir denn noch? Ich glaube, 0, oder? Ja, schön. Komm mal hierher. Nicht weglaufen. Ich möchte doch sterben. Jetzt gleich bist du tot. Dankeschön. So, jetzt bitte, bitte gib mir ein Passwort. Dankeschön. Ah. Game over. So, Passwort ist abfotografiert. Ist notiert. So. Ja. 1:41. Da hätte ich nicht gedacht. Und wir haben wieder 4 Leute geschafft. Ja, yes. Wieder hast du mit Alex auch 4 geschafft. Ja, genau, hat es ja auch. Ja. Ja, ist doch super. So, aber die nächsten 4 werden noch beschissen. Ja, die kannst du ja dann alleine machen. Vielleicht macht der Alex nochmal mit. Ich kann auch nochmal mitmachen. Ja, ich glaube, das wird so ein abwechselndes dann, bis können das wir gerne machen, Projekt dann zu Ende ist. Du kannst natürlich, wenn du möchtest, kannst du uns natürlich auch beide gleichzeitig mal dabei haben, ja? Boah, das wäre voll geil. Ja, können wir gerne mal machen. Also ich bin dabei. Ja, da hätte ich echt nichts gegen. Das wäre. Ja, können wir die Tage gerne machen, ja. Gut. Da hätte ich voll Bock drauf. Ja, dann unterstützen wir dich beide, ja. Das wäre echt voll geil. Ja, das kriegen wir hin. Ich kann den Alex ja schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Genau. Kriegen wir hin. Okay. Ja. Dann melde ich einfach und dann, kriegen wir das hin. Okay. Dann danke ich dir schon mal, dass du bei dieser Session dabei warst. Ja, ich denke, dass ich dabei sein durfte. Jo, ist aber kein Problem, ne? Ja. Und schaut bei der Extra Jule weiter vorbei hier, ne? Immer schön dranbleiben, ja. Ja, ihr könnt auch mal beim Dave vorbei gucken. Ja. Hätte ich auch mal vielleicht was früher sagen können. Bei Dave Durden TV. Genau, Dave Durden TV auf YouTube. Genau. Genau. Mal auch ein paar Videos. Ja, so ein bisschen, ne? Also. Muss ja irgendwas machen. Er spielt übrigens gerade Spyro 3. Unter anderem, genau. Das ist ein sehr geiles Spiel. Ich liebe das Spiel. Also, Spyro 2 finde ich besser, aber Spyro 3 ist auch geil. Ja, danke. Ja. Okay. Dann hoffe ich, euch hat die Aufnahme hier gefallen mit dem Dave und mir. Achso, ja. Hoffe ich auch. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Genau. Tschüss. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Ah, das ist schön. Ich freue mich schon. Wenn wir das zu dritt machen, das wäre voll cool.